Willkommen zu Herr Bisschen Isaac. Ich habe nicht viel, ich habe bislang nur Kane. Hey, Judas habe ich auch. Ich kenne mich so gesehen gar nicht mit dem Spiel aus. Es werden nur ein paar Parts kommen, um ein Final Fantasy Part und zwei Golden Sun Parts irgendwie zu. Ein Golden Sun Part noch zu überbrücken, weil ich mit einem neuen Projekt erst anderweitig starten will. Und ja, ich würde sagen. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt einmal, glaube ich, durch gewesen. Einmal bis Marm. Beim Herz war ich noch gar nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, nehmen wir Kane, weil ich weiß, er hat Glück. Und ich bin totaler Noob, also, ne? Flamed man nicht so rum und durch. Oder sonst was. Das ist ja hier nur ein bisschen zum Spaß. Kann man auch so sehen, als nachträglich ein bisschen blutig Halloween, keine Ahnung, nein. So, TNT. Jetzt mal ohne Scheiß, ich wollte schon sagen, triffst du überhaupt? So, was kriegen wir? War das nicht das Auge, was denn noch mehr schwört? Nee, Tears Up. Ah, und ich kann hinten schießen. Geil. Okay, das ist ja schon mal cool. Das heißt, ich muss entweder nur rechts, links oder oben. Okay, aber hinten schießt er seltener, also. Ah, okay. Okay. Also, so Zufall generiert. Will ich da reingehen? Nee. Noch nicht. Noch nicht. Jagt mir ruhig hinterher, das ist mir gerade so scheißegal. Oh, ein Schlüssel gleich schon. Und eine Münze. Moment, wir haben schon den Schlüssel. Wo kommt der denn her? Eine Riesenspinne. Ich hoffe, es ist nicht so ein verdammter Boss, den ich nicht leiden kann. Fängt ja schon mal gut an. Naja. Der spawnt jetzt, glaube ich, hier. Das war. Wow. Renn nicht rein. Danke. Kann er sich, falls er grüne Fliegen spawnt, die eigentlich auch. Wenn nicht. Wenn die. Die machen ja so eine Explosionskugel ab. Ne, ob das dann. Ah, die kann er auch selbst killen. Dann mach mal. Danke. Natürlich der nicht gekillt wird, kriegt mich nochmal. Oh Gott. So einer war's. So einer warst du. Okay. Ja, du dürftest jetzt kein Problem mehr sein, glaube ich. Hoffe ich, meine ich. Ah. Wie viel brauchst du noch? Danke. Cube of Meat, das ist gut. Und da wir hier noch ein Herz rumliegen haben, gehen wir mal durch den Stachelrüm. Stachelrüm. Ah, Gott. Immer diese weiten Wege. Und wir bekommen zwei Kisten, in der nichts sein wird. Okay, was machst du überhaupt? The parasite has appeared in the basement. Was bist du? Was bringst du? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Guppy's Head oder was war da? Oh, verdammt, ich habe ein Leben verloren. Oh, verdammt, das. Oh, verdammt, das Item war. Oh, fuck. Oh, schön, dass ich sowas am Anfang bekomme. Cool. Ich habe jetzt immer nur ein Herz, aber 9 Leben. Funktioniert das eigentlich mit HP ab, wenn ich HP abbekommen sollte? Egal, ich habe ein Achievement mitbekommen. Ist es mir wert. Ich nehme alles mit, was ich bekommen kann. Oh. Kackhaufen hat gesagt, ich brauche eine Bombe, verdammte Scheiß. Hörst du wohl auf damit? So, und die hier killt mich jetzt, die Spinne. Tut sie das? Nein, tut sie. Köstgall, was auch immer du warst. So. Im nächsten Raum bin ich tot. Das sehe ich jetzt schon. Nein, Leben. Dafür haben wir sie ja. Geht doch. Und da oben ist schon mal kein super Geheimraum. So, das war jetzt Giftschüsse. Den nehme ich wohl eher mit. Oh, Alter, ich brauche zwei Bomben, verdammt. Nein, warum habe ich die nicht hier unten gesprengt? Das sehe ich jetzt erst. Ah. Igitt. Igitt. Euch Viecher hasse ich am meisten. Kann das hintere Auge eigentlich auch diese Giftdinger abschießen? Sieht mir nämlich gerade nicht danach aus.
Ah! Wow! Na! Don't do this! Danke. Ich brauche Bomben, aber okay. Yay! Yeah. Ab und zu Geld. Wow. Okay, Boss mit einem Leben. Schon wieder eine Münze. Schon wieder eine Münze. Nein, du killst mich jetzt nicht, ne? Danke. Mit 6 Münzen in Shop, das lohnt sich nicht so wirklich. Sein, das ist ein Seelenherz drin. Aber Boss. Ich vergesse immer, dass ich jetzt ein Leben habe. Oh nee, nicht der Duke of Flies, ey. Hier werde ich sowas von verrecken. Es sei denn, ich vergifte den und keine Fliege, verdammte. Ja! Hör auf, mich zu verfolgen, danke. Verfolgt mich nicht, Fliegen. Hört auf, Fliegen zu spawnen. Ich will den Mutterkörper auch mal wieder treffen. Ah, okay, an sich geht er. Ich hatte eine schlimme Erinnerung, ich weiß nicht wieso. Und ich weiß nicht wieso ich jetzt auf einmal besser bin, weil normalerweise wäre ich jetzt schon dreimal gestorben. Besonders mit einem Herz. Also allein, dass ich mich hier noch nicht habe treffen lassen beim Bosskampf. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein ziemlicher Noob. Doch, doch, der hintere hat eben grün geschossen. Das habe ich genau gesehen. Oder? Hä? Was hat mich denn da jetzt erwischt? Nein! Don't do this! Ah. Geil! Health Up geht auch damit! Oh, cool. Scheiße, ich hätte jetzt noch weiter gucken können. Das habe ich vergessen, da war ja noch was frei. Ich war mal wieder zu voreilig. Was ist hier drin? Was bist du? Okay, Teleport, das ist sehr schön. Aber ich glaube... Wow. Ich glaube, diesen Raum müsste ich gut überstehen. Es sei denn... Also in diesem Raum bin ich einmal gestorben, weil Gegner direkt in mich gespawnt ist. Anderweitig ist alles Tutti. Gut. Cube of Meat ist auch sehr hilfreich. Okay, haben wir jetzt einen Teleport. Gut. Ich weiß nicht, ob ich gleich mal so sage, yo, teleportierst dich weg, aber so gesehen ist das ja auch immer wieder so, ja, wenn du dich wegteleportierst, bist du irgendwo hier. Besonders weil der da oben auch noch schießt. Lassen wir dich erstmal weg. Geil. Oh, du da oben, du bist scheiße. Cool. Kriegen wir endlich eine Bombe, die ich im letzten Raum gebraucht hätte. Aber ey, ein halbes Herz. So. Ich glaube, ich setze auch einfach mal random Teleports ein. Der Raum war echt nett. Noch eine Bombe. Schlüssel gespart. 10 Bomben. Alter, die hätte ich alle vorher gebraucht. Fein. Beinahe selbst in die Luft gesprengt, aber egal. 2 Bomben für 3 Bomben nehme ich auch gerne mit, nachdem wir so viele Bomben bekommen haben. Oh, Alter, was ist mit den Räumen los? Hier ist gar nichts. Okay, der Sch... noch mehr Bomben. Und ein Schlüssel wieder. Das ist nett. Oh Gott, Oh, auf die Fliegen habe ich jetzt nicht geachtet. Ah, das schöne Seelenherz ist weg. Ja, 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 bleib da, danke. Eine Pille. Kann ja nichts Schlechtes sein. Tears up. Wie viel Tears up habe ich jetzt schon? Ich weiß es nicht. Kann eigentlich ein Geheim... Oh, du schießt sogar diagonal. What the hell? Kann eigentlich ein Geheimraum direkt neben dem Shop sein? Ich glaube nicht, oder? Wir haben genug Bomben jetzt. Nehmen wir den Schlüssel. Sonst wäre nämlich zwischen dem Shop und so der Geheimraum bislang. Oh. Keiner Wunder, warum hier so viele Bomben sind. Ich finde es nur gut, dass dieser komische Kopf... Ne, Moment mal. Ah doch, von hier. Die Bombe nicht wegschiebt. So.
Yay, ein Schlüssel verbraucht. Okay, ab 15 Münzen will ich in den Shop. Bislang haben wir ja nur 11. Teleport! Teleportiert der mich immer in den Shop? Muss ich mal im nächsten Ebene testen. Oder immer in denselben Raum in einer Ebene. Das kann natürlich auch sein. Warum bist du nochmal runtergegangen? Ja, hinten kommen auch Giftschüsse raus. Das ist nice. Ey, ich brauche Leben. Verdammt Scheiße. Oh nee. Oh nee, nicht ihr. Nicht ihr. Stirbt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sterbe? Habe ich dann wieder ein Herz und habe, oder habe ich dann immer noch zwei? Das würde ich jetzt gerne ziemlich wissen, weil es wäre echt kacke, wenn ich jetzt dieses eine zusätzliche Herz verlieren würde. Und mit dem halben Boss gehe ich garantiert, Leben gehe ich garantiert nicht zum Boss. Meine Güte. Irgendwann wird gecuttet. Oh nein. Kann ich mal Gift brocken? Okay, ich sage, ich gehe jetzt in den Shop. Herz? Scheiße, hier ist der Kompass drin. Ich brauche aber das Herz. Okay. Dann mal sehen, ob wir noch ein bisschen Geld bekommen und dann den Kompass machen können. Ich glaube aber nicht, dass da fünf Dinger drin sind. Kann man sich einen Shop im Geheimraum? Ich weiß jetzt nicht. Wir haben genug Bomben. Testen wir mal. Ist hier der? Nee. Gut, dann kann er also nicht neben dem Shop sein. Dann kann er ja noch hier sein. Itemraum. Pink Fluffy Unicorns. Okay, das heißt, ich kann nicht probieren, ob der immer in den Shop teleportiert oder einfach in denselben Raum immer pro Ebene. Das wird er sicherlich irgendwas schon sagen, Alter. Och nee! Och nee. Ihr verschwindet erstmal. Halbes Herz, geil. Gut, vergiftet, ausgewichen, alles gut. Alles gut. Alles. Oh, wow. Chill mal, chill mal, chill mal. Alles gut, alles in Butter. Ich hasse Gordy nur. Aber er scheint ja ganz machbar zu sein, besonders wenn ich ihn vergifte. Haha. 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 Okay, irgendwie ist da viel zu einfach. Man kann die Schüsse ja ausweichen, bevor sie schon gekommen sind. Ja, spawn nochmal Viecher, bevor du stirbst, geht klar. Noch mehr Tierschwab. Ein bisschen Seelenherzen. Okay, damit der Shop nicht umsonst geöffnet wurde, nehme ich mir noch ein Seelenhart mit. Hart, ne? Herz, you know. Okay, alles klar. Alles klar. Und leider kein Kompass. Aber die Karte kommt auch mit. The Death. Was war das denn jetzt? Gott. Death. Hat's nicht einfach so Sensen beschworen oder was war das? Ein Fuß kann es nicht sein. Das war, glaube ich, die Priester. Gott. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen mit den Herzen. Na, schade. Aber hey! Normalerweise wäre ich jetzt schon tot. Ich glaube, das liegt entweder an Kane oder ich bin doch besser als ich denke. Ich habe keine Ahnung. So. Oh Gott, nicht ihr. Ihr könnt. Ja, okay, oben ist aber schon mal definitiv kein Geheimraum. Yay, noch ein Schlüssel, den habe ich gebraucht. Ey, Sackgasse. Natürlich suche ich mir die Sackgasse aus. Oh Gott. Oh Gott, nicht ihr Feed hier. Ihr zieht ein Herz ab, das ist uncool. Wow! Das war echt genial. Dich habe ich nicht gesehen, verdammte Scheiße. Natürlich gibst du nur eine Münze. Oh, jetzt habe ich ja schon ein Herz verloren. Oh fuck.
So. Ihr werdet alle drauf gehen, ohne dass ihr euch überhaupt bewegt. Ah, give some money. Oh Gott, was wollt ihr denn nochmal? Egal, da ist eine Kiste. Oh Gott, ihr habt euch aufgeteilt? Okay. Soll mir recht sein. Oh, da war noch einer? Das waren nicht drei, sondern vier? Ja, okay. Geh in die Wand, das ist mir recht. Gib mir Geld. Gib mir Geldbeutel. Naja, aber ein Schlüssel ist auch cool. Obwohl das dann vom Raum war. So, gib mir Kiste. Gib mir Bomben, okay. Hier kann kein Geheimraum sein, da hat man schon gesprengt. Boah, beinahe in den Shop gegangen. Beinahe. Okay. Sprengt einfach mal hier unten, danke. Ha, ich wusste es. Bombe gespart, auch wenn wir hier eine bekommen hätten. Hey. Mit Kane, really? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Ach, ich habe eine Bombe bekommen. Ich kann mich notfalls hier wieder hinsprengen. Oh. Oh. Ich mag euch nicht. Ihr könnt Spinnen spawnen. Stirbt. Hey, aber ich mag mein Tiers ab. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Giftdings, glaube ich, prockt. So, Itemraum haben wir noch nicht gefunden. Wir gehen noch nicht zum Boss. Erst Itemraum. Erst Itemraum. Okay. Oh Gott. Danke. Das ging schnell. Oh, Geld. Hm, jetzt ist die Frage, lohnt sich der Shop, wenn ich noch mehr Geld finde? Super Geheimraum. Existiert der? Hey, wow. Geht doch nicht direkt auf mich los. Genau das übersehe ich immer. Gut, wenn das ein Kackboss ist, dann habe ich sofort verkackt. Wow. Oh, jetzt gehe ich definitiv noch in den Shop. Eigentlich sind die Gegner, die eigentlich nichts können, immer die, die bei mir für den Tod sorgen. Okay. Hey. 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 Du gehst erstmal drauf, bevor das Feuer irgendwie schießen kann, damit ich da irgendwie auch hingehen kann. Oh. Was war das? Poison Touch. Ich vergifte jetzt auch noch nicht nur mit meinen Augen, sondern auch, wenn mich jemand berührt. Interessant. Indigo. Gehen wir hier auch noch rein. Kann ja nicht so schwer sein. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Okay, alle Seelenherzen sind schon mal wieder weg. Das ist sehr gut. Ich finde hier so viele Leben. Ich finde hier wirklich viele Leben. Also Herzen. Ich glaube, nach dieser Ebene wird gecuttet. Alter. Hat mir der Beutel gerade einen Nickel gegeben? OP. OP, sage ich nur. Was passiert eigentlich, wenn ich 99 Münzen habe? Ach nee, Quatsch. Ich habe Kane ja schon freigeschaltet. Was labisch? Pride. Du konntest diagonal was schießen und... Was noch, weiß ich jetzt nicht. Bomben! Ja, genau das. Cool. Nehme ich jetzt Death oder The Fool? Hat mich doch in den Anfangsraum teleportiert, oder? Oder war es Shop? Anfangsraum, okay. Dann hole ich mir die Karte halt wieder. Ich wollte nur noch mal überprüfen, was das jetzt genau war. Gut. Gehen wir in den letzten Raum? Natürlich gehen wir in den letzten Raum. Oder vom Boss wird gecuttet. Ah, oh, okay. Ah, wobei, könnte ich machen. Okay. Hier war, glaube ich, die Chance, dass ein Item prockt, oder? Ich habe ja genügend Herzen.
Nach dem Boss müsste ich auch noch genügend haben. Ich meine, hier liegen noch zwei rum. Aber es geht ja jetzt eh erstmal in den Shop und danach mal gucken, ob ich in den Geheimraum wieder gehe und mir ein paar Schlüssel hole. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, was das ist für 15 Herzen, aber ich hol's mir einfach mal. Oh, oh. Health up. Tears up. Health up. Und das mit 8 Leben. Alter, Balls of Steel. Oh. Oh. Mein erster Run mit Kane und gleich sowas. Ja, okay, jetzt haben wir hier das ganze Geld ausgegeben. Ist mir gerade so scheißegal. Wir kriegen ja durch den komischen Dingsbums eh wieder Geld. Also kann ich auch ruhig alles ausgeben. Ich werde auch jetzt spielen. Oh, ein Raum schon zu weit gegangen. Okay. Eine Bombe verschwendet, bei so vielen ist das eh scheißegal. Gut, spielen wir eine Runde. Oder 7. Nein! Zum Glück hat das nicht in die Luft gesprengt. Alter, du hättest mir ruhig eine Bombe geben können. Keine Trollbombe, mein Gott. Ja, genau die Bombe meine ich. Die ich verschwendet habe von da oben. Nein, okay, alle drei Münzen für Katz. Nein, du hast mir gerade eine Bombe gegeben, mit der ich in die Luft springen will. Hast du auch so getan. Mein Gott. Das war keine gute Spielmaschine. Immerhin habe ich noch eine Münze übrig. Okay. Ich glaube... Oh, okay, sammle ich halt durch die ganzen Helfer mal die ganzen Herzen auf. Okay, jetzt habe ich nicht genug Herzen, aber die blauen werden ja eh zuerst abgezogen. Ich weiß nicht, soll ich den Part einfach beenden und gucken, wie es geworden ist? Ich glaube, das mache ich einfach mal. Gut, Leute, ich gehe dann im nächsten Part offscreen zum vollen Bossraum. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.